Hallo zusammen. Ihr kennt uns beide ja eigentlich als Spaßvögel, die gern mal durch die Hochschule stolpern. Aber heute müssen wir mit euch über ein sehr ernstes Thema sprechen. Gerade heute ist das Thema präsenter denn je. Heute, genau vor 13 Jahren, gab es den Amoklauf in Winnenden. Auch vor kurzem gab es wieder einen Amoklauf in der Uni in Heidelberg. Deshalb möchten wir euch aufzeigen, wie ihr euch im Ernstfall zu verhalten habt. Hallo Ivo. Hallo Patrick. Du hast dich mit dem Sicherheitsverantwortlichen der Fakultät unterhalten und ihr habt zusammen ein paar Punkte besprochen. Und zu den Punkten würde ich dir jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Sehr gerne. Die erste Frage wäre, wie verhalte ich mich im Notfall, spezifisch bei einem Amoklauf? Die oberste Regel ist immer Ruhe bewahren, auch wenn es in so einer Situation sehr schwer fällt. Dann sollte man in den Räumen bleiben. Okay, jetzt sind die Leute in den Räumen. Was dann? Es geht erstmal darum, die Schockstarre zu vermeiden und Aufgaben in den jeweiligen Räumen zu verteilen. Und die Aufgaben sehen dann wie aus? Eine Aufgabe ist zum Beispiel, die Tür abschließen und sich in den Räumen zu verbarrikadieren. Heißt, Tische und Stühle vor die Tür stellen. Okay, jetzt hat man den Raum verbarrikadiert. Wie geht's dann weiter? Dann sollte man sich aus der roten Zone entfernen. Die rote Zone ist sozusagen das Streufeld. Feuerwaffen können auch durch Türen durchgefeuert werden. Dann geht es darum, den Notruf abzusetzen und die Polizei zu informieren. Auch hier gilt wieder Ruhe bewahren und die Rückfragen der Polizei beantworten. Als nächstes können Plakate gemacht werden, um die Polizei außerhalb des Gebäudes zu informieren. Okay, du hast ja jetzt einige Vorgänge beschrieben. Was sollte man während dieser Vorgänge auf gar keinen Fall tun? Also man sollte auf jeden Fall nicht den Helden spielen wollen. Heißt, wenn eine Waffe auf dem Boden liegt, sollte man die Waffe liegen lassen und nicht aufheben, da die Polizei sonst dich als Täter identifizieren könnte. Ebenfalls sollte man in den Räumen bleiben und nicht in den Fluren rumlaufen. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit und für die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Und jetzt als abschließende Frage, hast du noch irgendwas, das du abschließend sagen möchtest? Die Wahrscheinlichkeit eines Amoklaufs ist sehr gering. Trotzdem empfiehlt es sich, für den Fall der Fälle diese Situation zumindest gedanklich durchzuspielen. Der Täter ist sehr gut vorbereitet. Sei es auch.